Ja. So, die Frage ist, Herr Rütter, wie hätte sowas verhindert werden können, dass sich so ein deutscher Schäferhund in einen deutschen Fußballspieler verbeißt? Willst du eine klare Antwort haben? Ja. Das ist einfach sehr schlechte Ausbildung des deutschen Polizeihundes. Und ja. Das ist auch leider heute noch so. Tatsächlich ist es so, dass die Ausbildung der sogenannten Schutzhunde in Deutschland sehr schlecht und stiefmütterlich ist. Wird sehr grob gearbeitet, sehr, sehr viel über Druck und Zwang. Und jetzt muss man sich ja vorstellen, jetzt ist ein solcher Hund, wir sehen das bei Demonstrationen auch immer ganz häufig, war meiner Welt ein wunderschönes Foto, wie ein Polizeihund einem anderen Polizistenkollegen in den Arsch beißt. Da war eine Demonstration und das ist für die Hunde Hochstress. Ja, das glaube ich. Und was die da machen, ist sehr massives Beutefangverhalten zeigen. Das heißt, die werden trainiert auf Gegenstände und sehr, sehr häufig aber man starken Druck aufbaut. Das heißt, jetzt sind die da ganz reizempfänglich und das Erste, was sich hektisch bewegt, da gehe ich erstmal dran. Und dann kann sowas natürlich passieren. Logisch. Also das ist einfach sehr, sehr schlecht ausgebildet. Je nachdem, welcher Verteidiger von Schalke 04 bewegt sich nicht hektisch. Ja. Aber die gesamte Situation war tumultig. Weil die gesamte Situation war eine sehr tumultige Situation damals. Und dadurch entsteht so eine hohe Reizempfänglichkeit. Ja. Und dann kann das eben passieren. Ja. Ja. Sag, welcher Hund passt eigentlich so zu welchem Menschen? Also welcher Hund passt zu Fußballern zum Beispiel? Zu dem Fußballer selber oder zu... Nee, zum Fußballer selber zunächst mal. Es kommt tatsächlich auch ein bisschen auf den Typ an. Ja. Also ich kenne ja viele von den Jungs, die haben auch Hunde. Rudi Völler zum Beispiel fällt mir als erstes. Ja gut, jetzt wollen natürlich alle sofort hören Terrier. Ja. Aber das ist eigentlich nicht so, weil ich glaube, dass er vom Typ her, auch wenn er die Fragen da umdreht, ich glaube auch nicht, dass strategisch ist, aber er ist ein sehr offensiver Mensch. Der war als Spieler offensiv, der hat eine Leidenschaft nach vorne zu gehen, ist tendenziell dann extrovertiert, emotional. Und deshalb würde ich dem einen genau entgegengesetzten Hund raten. Weil wenn der jetzt noch einen Hund hat, der selber extrovertiert und lass gehen Kapelle, da ist was los, da schießen wir beide nach vorne, dann schaukelt sich das hoch. Also dem würde ich eher so was Ruhiges, Phlegmatisches raten. So ein Berner, so ein Sennhund. Berner Sennhund, ja, genau, sowas wäre schön. Bringst das nächste Mal zum Interview mit. Sitzplatz. Ja, genau. Ja, genau. Und was ist mit Spielerfrauen? Was trägt die moderne Spielerfrau neben der Handtasche? Muss der Hund zur Handtasche passen oder zum Gürtel oder zu den Schuhen? Ja, oder? Es kommt tatsächlich ein kleines bisschen auf die Spielerfrauen. Ich kenne ein paar über die Hunde und viele von denen bedienen gar nicht dieses Klischee. Das stimmt. Denn wir sehen natürlich dann immer, was weiß ich, die jungen Spieler, dann kommt Götze mit dem Model um die Ecke und jeder hat da irgendwie so seine Troller, die da berühmt wird. Hallo, und so. Ein Model. Das meine ich ja nicht. Aber viele von denen haben ja doch sehr normale, sehr, sehr nette Frauen. Und deshalb haben die auch... Womit wir jetzt nicht gesagt haben, dass Models keine netten Frauen sind. Nein, bitte, nein, ne? Aber das Klischee der Spielerfrau ist ja, sag ich mal, eine starke geistige Begrenzung, aber immer nett lächeln. Das ist ja das Klischee so, ne? Nee. Also, da wollen wir nicht... Ich habe... Schmuckdesignerin, selbstständige Nageldesignerin. Wir wollen mich jetzt nicht in die falsche Ecke schieben. Ich habe eher gesagt, die meisten, die ich kennengelernt habe, sind sehr nett. Ja, und das Klischee ist leicht begrenzt. Ja. Ich habe aber einige kennengelernt und die waren alle wirklich eher bodenständige, sehr patente Menschen, die viele von denen auch sofort sagen, ich nehme lieber einen Hund aus dem Tierheim. Sarah Brandner damals von Sebastian Schweinsteiger oder Bastian Schweinsteiger hat sich damals einen hochkomplexen Tierheimhund ans Bein genagelt, wo ich gesagt habe, ey, weißt du wirklich, was du da tust? Der Hund ist wirklich schwierig. Nein, ich möchte dem Hund eine Chance geben. Und die hat das wirklich ganz ernst gemeint und sehr aufrichtigen Tierschutzgedanken gehabt. Ne? Toni Kroos hat zwei Beagle, außerordentlich temperamentvolle, super nette Hunde, inzwischen super erzogen, weil... Natürlich, die Spielerjungs haben keine Zeit. Mhm. Die wollen mit den Hunden toben und letztlich bleibt es an der Frau hängen. Aber welcher Hund würde zu Waldemar Hartmann passen? Vorsichtig, Mann. Ja, mit Waldi ist auch nicht... Also ich glaube, das natürlich... Also ich meine, wenn man bei Waldi den Klischee Bayern hat, da muss er einen deutschen Deckel auf dem Schoß haben. 72 Olympische Spiele war Dackel. Olympia Waldi, das war das Maskottchen der Olympischen Spiele. Natürlich, genau. Der Waldi braucht einen Dackel. Ja, so ein sportlicher Typ wie... So ein sportlicher, drahtiger, gut aussehender wie Sebastian braucht was. Also der Mann ist eine Herausforderung für einen Hund, weil der läuft den Schachmatt. Genau, ich weiß ja, dass der Sebastian Herrmann einen Hund hat. Er hat einen Labrador und ich habe aber, es gibt bei Labrador-Retrievern zwei Einschläge. Es gibt einmal diesen schwerfälligen großen Kopf, Showlinie. So. Und dann typ Waldemar? Aber, nein, entschuldige, war nur ein Spaß. Und dann gibt es aber die hochbeinig sind, aus sogenannten Arbeitslinien, die etwas mehr Tempo haben. Ja.
Und ich habe Sebastian, der war reiner Zufall, wir haben gedreht und Sebastian kam da privat vorbeigelatscht. Und er hatte wirklich einen eher temperamentvollen Hund, der sehr auch bewegungsfreudig ist, würde ich jetzt mal so sagen, aus dem ersten Blick. Also das passt eigentlich ganz gut. Zu Anja Lukaseder passt was? Über Anja weiß ich, was sie hat, denn Anja hat sich mehrmals bei mir in der Sendung beworben. Und sie gehört zu den Prominenten, die sich, also die Promis bewerben sich dann in der Regel bei uns und sagen, ich habe ein Problem und irgendwie kann ich ja mitmachen. Haben Sie ein Problem mit Ihrem Hund? Ja, jetzt kommt das Problem. Jetzt kommt das Problem. Ich habe sie immer aktiv abgelehnt, weil ich gesagt habe, ja, wir können gerne ein Glas Bier trinken, aber was soll ich mit diesem Hund anfangen? Der Hund ist so nett und so gut erzogen und harmlos. Was soll ich denn da trainieren? Was ist das denn für einer? Es ist ein Parson Russell. Okay. Eigentlich komplexe Hunde. Richtig Dampf in der Hupe und so, also richtig Tempo. Aber das ist ein sehr ausgeglichener Hund und sehr unkompliziert. Der hat uns immer gebissen hier in der Garderobe. Ach komm, jetzt lügt doch nicht. Beide. Hat euch beide gebissen, ja? Ist das das kleine Teil da? Ja, genau. Ja. Nee, aber zu schnell mit dem Hinterteil bewegt, wie der Schalker Fußballspieler. Nein, und ich kann ja da nicht ernsthaft, ich kann ja da nicht ernsthaft in der Sendung so tun, als hätten wir ein Problem. Nein, das ist ja Quatsch. Und Menderes würde welchen Hund gut an seiner Seite? Menderes braucht auf jeden Fall einen hochsensiblen Hund. Einen hochsensiblen Hund. Ich glaube sogar, dass der Menderes jemand wäre, der... Das hätte ich auch vor einem halben Jahr noch nicht gesagt. Aber ich habe viel Dschungelcamp geguckt und ich war hoch beeindruckt von dem Kerl, muss ich echt mal sagen. Weil der so eine derart hohe Sozialkompetenz da an den Tag gelegt hat. Das heißt, er hat nicht rumgemämmt, er hat seine Sachen konsequent gemacht. Und hat gesagt, okay, das ist jetzt nicht schön, aber ich ziehe das jetzt irgendwie durch. Er hat sich nie an Sticheleien beteiligt. Er war sehr geradlinig, sehr sozialkompetent, sehr empathisch. Und ich glaube, dass er auch in der Lage wäre, sehr schnell, und das ist immer die Kunst bei Hundeerziehung, zu spüren, was braucht dieser Hund eigentlich. Und deshalb glaube ich, dass der auch in der Lage wäre, einen sehr sensiblen Hund zu halten. Nämlich? Welche Rassen reden wir da? Also, ich will das jetzt gar nicht so an der Rasse festmachen. Aber wenn Menderes, sich irgendwann entscheidet, ich kriege einen Hund, dann gehen wir gemeinsam und holen einen aus dem Tierheim. Mhm. Ja, schon mal einen gehabt? Leider nicht. Nee. Aber ich könnte mir das auch vorstellen, aber momentan zeitlich jetzt nicht. Ja, jetzt musst du erstmal Auftritte machen. Ja, Wenn wir gleich noch drüber reden, was sich da jetzt alles verändert hat. Apropos Auftritte, das ist ein gutes Stichwort. Ich habe irgendwo einen schönen Satz von dir gefunden, Martin. Meine ersten Auftritte, und du meintest, glaube ich, deine Bühnenauftritte, waren eine absolute Katastrophe. Das kann man wohl so sagen. Heute große Hallen, du bist gerade wieder auf großer Deutschlandtour und so weiter. Ja, heute ist das Privileg, dass da 10.000 Leute sind. Aber das erste Mal... Ich war gebucht in einer Kneipe in der Eifel und ich werde das wirklich nie vergessen. Es waren 7 Teilnehmer und 11 Hirschgeweihe an der Wand. Und das wirklich Bittere, nach der Pause kamen nur 3 Teilnehmer wieder. Und die haben sich einen Thunfischsalat geteilt, während ich erzählt habe. Ne? Und da habe ich schon gedacht, okay, das ist jetzt wirklich die Höchststrafe. Und die Höchststrafe kam aber 14 Tage später. Diese Kneipe hat mich ein zweites Mal gebucht und es war nur eine Anmeldung. Und dann habe ich 10 Freunde und Bekannte gebeten und gesagt, pass auf, ihr setzt euch damit rein. Und so alle 3 Minuten sagt ihr, mein Gott, ist das interessant, das ist aber wirklich irre und so. Ne? Das haben die auch gemacht und nach der Pause kamen nur die Freunde wieder. Das heißt, selbst die Person, die da offiziell Eintritt bezahlt hat, wollte nicht noch mal kommen. Und da kann ich dir wirklich sagen, das ist im Nachhinein sehr lustig. Und vielleicht weiß ich auch, weil der Weg sehr lang war, sehr zu schätzen, dass es jetzt so toll läuft. Aber in dem Moment doch unglaublich bitter, oder nicht? Da kannst du den Abend nur mit viel Alkohol durchstehen. Mal erzählt, das erste Mal in Zürich, da waren 4 Leute da in der ersten Reihe. Und alle 4 hatten eine Pressekarte. Bei mir wäre niemand gekommen aus der Presse. Wofür? Da ist ein Junge, irgendwie, der in der Voreifel über Hunde erzählt. Da kommt da keiner von der Presse. Aber was bringt er denn dann dazu, einfach weiterzumachen? Dran zu bleiben, dran zu glauben, dass irgendwann mal 10.000 kommen? Also ich glaube, dass ich das, was der Rudi Völler da beim Fußball hat, habe ich zu dem Thema, was ich da mache. Weil ich war so besessen da drauf. Leidenschaft. Totale Leidenschaft dafür. Terrier-Mentalität und totale Leidenschaft dafür. Weil ich habe irgendwie... Das hört sich vielleicht komisch an, aber ich habe immer das gut gefunden, was ich da gemacht habe. Und ich konnte nicht verstehen, warum finden die das denn nicht gut. Und dann bin ich aber doch sehr analytisch und habe gesagt, was machst du jetzt daran falsch? Und der erste Schritt war beim dritten Vortrag, dass ich gedacht habe, okay, wenn statistisch immer die Hälfte geht, dann musst du so viele Leute dahin bringen, dass es zumindest noch ein paar überbleiben, wenn du das machst. Ja. Und dann bin ich hingegangen und habe ernsthaft immer in den Städten, wo ich auftreten wollte, bin ich einen oder manchmal sogar 2 Tage vorher hin und bin mit dem Fahrrad durch die Wälder da gezogen und habe mir sehr schnell rausgefunden, wo sind die Leute mit den Hunden, und war mit meinem Hund unterwegs. Und habe dann immer, wenn die anderen mit ihren Hunden unterwegs waren, zack, 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 mit meinem Hund ein paar Sachen gemacht und die waren, oh boah, der funktioniert aber. Und dann kamst du mit den Leuten ins Plaudern. Das war so richtig Guerilla-Marketing. Ne? Und übrigens, wenn wir uns schon mal kennenlernen, heute Abend ein super Vortrag in der Kneipe. Alter Fuchsbau. Super. Und so wurde das immer mehr. Wahnsinn.
Und das heißt, du wolltest das unbedingt? Ich wollte das unbedingt, nur damals war das ja nicht eine Show im klassischen Sinne. Ja. Also ich habe, irgendwann hatte ich dann einen Zuschauerschnitt von 300 Menschen und das ist für einen Hundetrainer eigentlich schon mal outstanding gewesen. Das ist ja, was ich jetzt rede, ist 15 Jahre her. Und dann kam irgendwann, ich nie vergessen, Holger Andersson und Michael Girsemil von RTL. Und von RTL, ja. Haben sich meine Show angeguckt, die für mich keine Show war. Ich habe über Hunde erzählt. Und dann kamen die und sagten, ja, wir sind hier von RTL und so. Und wir machen eine Abendshow draus. Und, ihr habt doch einen Ratsch weg. Und hab so aus Flachs gesagt, ja klar. Und dann bauen wir so ein Bühnenbild, eine Hecke. Ich komme raus und markiere erstmal die Hecke. Und beide, genau. Und dann habe ich gesagt, nein, auf keinen Fall. Das ist ein Fachvortrag, weil ich referiere auch an der Uni und so weiter. Ja. Das möchte ich nicht. Und dann waren die aber sehr penetrant, sind mehrere Veranstaltungen gekommen und haben immer wieder gesagt, pass auf, wir versprechen dir, du kannst alles machen, was du bisher gemacht hast. Nur keine Pause. Es redet dir keiner rein, es gibt keine Ghostwriter, es gibt keine Zensur, du kannst einfach machen, was du willst. Mhm. Und du darfst dir aussuchen, wie so ein Bühnenbild aussieht. Und dann haben wir wirklich original in der Kneipe gesessen, habe ich mit dem Kulli so gemalt, ja, da hätte ich gerne eine Hundehütte und da hätte ich gerne das. Und dann haben die Irren das ausgestrahlt. Ich meine, da bist du ja dann ja schon einen Schritt weiter, aber wann geht das los? Also dieser Wunsch, ist auch interessant bei Menderes, ne? dieser Wunsch, irgendwie ins Rampenlicht, irgendwie nach vorne. Ich meine, wenn du das als Kind zu klein anfängst, bist du ja dann eher verhaltensauffällig, dann rufen die einen Arzt. Ja, aber ich hatte tatsächlich auch immer so ein bisschen die Mentalität. Beim Fußball, es war klar, Elfmeter, letzte Minute, wer will das schießen? Und ich bin sofort losgerannt. Ich durfte da oft nicht, weil der Trainer gesagt hat, der ist bekloppt, der schießt hier nicht rein. Aber ich wollte dann schießen oder ich wollte in der Schule Klassensprecher sein. Aber es war nicht der Wunsch bei dem Thema Hund auf eine Bühne. Mhm. Sondern da war wirklich diese Leidenschaft, was ich hochfaszinierend finde, ist dieses Kommunikationsgeflecht, dass Menschen eigentlich über ihre eigene Körpersprache so viel beim Hund bewirken können und das gar nicht so bewusst haben. Das war mein Thema, dass das hinterher in Infotainment geht. Ja, wo hast denn du das hergelernt? Also ich habe als Kind, war sehr schlecht in der Schule. Ich bin 4-5 Mal von der Schule geflogen und bin 3-mal sitzen geblieben, habe wirklich erst mit einem strammen Alter von 22 mein Abitur geschafft. Ich wollte unbedingt Abitur machen, weil ich Sportreporter werden wollte. Ich habe an der Sporthochschule Sportpublizistik studiert und habe das auch ernsthaft vorgehabt. Seit heute weißt du, was du für ein Glück hattest, dass es nicht geklappt hat. Ich finde das sehr bedankenswert. Ja, natürlich. Wir haben einfach einen super Job. Aber ich habe in der Schule, war ich deshalb so schlecht, weil ich mich wahnsinnig gelangweilt habe. Mhm. Und ich habe auch so den Ernst der Lage nicht kapiert. Ich hatte aber eine totale Sucht nach Lesen. Ich habe unglaublich viel gelesen. Und ich hatte irgendwann das Thema Hund für mich und hatte dann mit 20 mit Sicherheit schon 250 Hundebücher gelesen. Und das Faszinierende war, du liest ein Buch über Hunde und denkst, ah, das klingt logisch. Dann liest du das nächste Buch und da steht das ganze Gegenteil drin, aber es klingt auch so logisch. Ja. Und dann habe ich angefangen rumzuprobieren. Ich durfte damals keinen eigenen Hund haben, aber ich habe dann Nachbarhunde ausgeführt und bin in so Hundevereine gegangen. Bin da immer aufgrund von Diskussionen rausgeflogen, weil du natürlich, wenn dann jemand sagt, ja, du musst den Hund mal dominieren, auf den Rücken schmeißen und du sagst, ja, aber Eberhard Trummler, Verhaltensforscher, schreibt das aber anders, ist das mit 17 nicht so angesagt, dann fliegst du da raus. Ja. Aber mich hat das Thema Hund so fasziniert und zwar nicht jetzt, Ich wollte nicht Wissenschaftler sein oder so, ne? Aber dieses, was passiert da mit Mensch und Hund, ist so faszinierend. Und dann war viel Try and Error. Viele Seminare besucht. Ist ja auch eine unglaublich alte Freundschaft, ne? Wahnsinnig alte Freundschaft. Und vielleicht noch älter als die Freundschaft zwischen Männern und Frauen, denke ich manchmal. Ja, ja, vor allen Dingen viel intensiver. Intensiver, ja. Der alte Satz, wenn du einen Freund brauchst, kauf den Hund. Kauf den Hund, ja, genau. Ich sag, im aktuellen Programm gibt es eine Stelle, mir ist ein Hund zugelaufen, ernsthaft zugelaufen. Und dann war Emma ein paar Tage bei mir. Und ich wollte den Hund nicht mehr loswerden und wollte der Frau, wo der Hund eigentlich hingehört, ausreden, dass sie den Hund behält. Und habe dann in dem Programm habe ich eine Stelle, wo ich sage, ja, du kannst den Hund nicht mehr abgeben nach einer Woche, weil das schaffst du nicht, das ist ein Vierbeiner. Beim Zweibeiner kein Problem. Da gehst du zum Schwiegervater und sagst, hör mal, ich hatte mich vergriffen, vielleicht kannst du die noch mal anders vermitteln und so. Ne? Und mach eine kurze Pause und sag, ja, ist ja auch klar, weil den Hund liebst du ja auch richtig. Und dann kommt im Publikum so, oh. Und dann sage ich, pass mal auf, lass uns mal ehrlich zueinander sein. Alle, die hier sitzen, würden lieber den Ehepartner rausschmeißen als den Hund. Und dann passiert Folgendes. Die Frauen klatschen sofort los und die Männer sitzen und sagen, na gut, dann kann ich es ja auch zugeben. Ja? Und dann fangen die an. Also das heißt, die Emotionalität dem Hund gegenüber ist unfassbar groß. Ja. Unfassbar groß. Ist das wirklich so, dass du sagen würdest, also Männer träumen wirklich davon, mal so gut behandelt zu werden wie der eigene Hund? Na, schau mal. Wenn Anja das Haus verlässt, dann wird sie dem Hund sagen, ich komme bald wieder, die Mutti ist ja bald wieder da, sei schön lieb, ich bringe dir den Knochen mit. Ja. Und zwischen uns geht nichts und so. Und zum Mann schreit ihr einmal Tschüss und geht. Na, ja? Das ist nicht wahr. Das ist ein Unterschied. Nein. Das ist ein Unterschied. Nein.
Ich glaube, dass es natürlich viel Stichelei und Flachserei ist. Aber ich selber, muss ich ganz ehrlich sagen, und ich glaube, jeder, der einen Hund hat, angenommen, ich habe einen Hund und ich lerne eine Frau kennen und die sagt mir, in der ersten Stunde schon, der mit Hunden geht nicht, gute Reise und auf Wiedersehen. Genau. Mehr kann ich nicht sagen. Ganz genau. Wie Frau Merkel und Putin. Ja. Ja. Und was ist das für eine Geschichte? Guck mal, dieses Foto. Dieses Foto. Guck mal, er belauert sie richtig. Er guckt, was da jetzt passiert. Und sie versucht ihm vorzugaukeln, dass sie sich gerade total freut über diesen süßen, schwarzen Hund. Ja. Und er weiß aber, dass sie Hunde hasst. Und dass sie sogar Angst hat vor Hunden, weil sie als Kind mal von einem Hund gebissen worden ist. Genau. Und hiermit an der Stelle, liebe Frau Merkel, sollten Sie das Thema therapieren wollen, ich stehe zu jeder Zeit zur Verfügung. Ja, Martin Rütter gerade deutschlandweit wieder unterwegs, nachsitzen. Ja. Herzlichen Dank, immer großer Spaß. Ich bin, wie du weißt, kein großer Hundekenner überhaupt. Aber finde es faszinierend, mit dir über Hunde zu sprechen. Eines Tages kriegen wir hin. Meinst du? Da kriegst du einen Laufpartner ans Bein. Genau. So einen schönen. Ja, du brauchst ja einen, haben wir schon mal drüber geredet, der nicht so intelligent ist, weil der Hund. Nein. Nein, Moment, Moment, das kann ein Kompliment sein. Das kann aber auch heißen, weil du so doof bist, brauchst du einen intelligenten Hund. Sondern weil dein Leben ja so ist, dass ein Hund, der sehr intelligent ist, hat viele Ansprüche. Erzähl weiter. Dadurch, dass du ja sehr viel unterwegs bist, abwechslungsreich arbeitest und so weiter, musst du ja einen Hund haben, der anpassungsfähig ist. Und je intelligenter ein Hund ist, je mehr fordert er auch ein und sagt, ich brauche aber meine Abläufe und ich brauche was Neues. Und das könntest du ja nicht bieten. Deshalb würde ich dir einen sehr, sehr sportlich aktiven, aber geistig sehr stark begrenzten Hund empfehlen. Hättest du für mich einen, der sich für mich bückt? Ja. Also, Martin, herzlichen Dank. Das werden wir. Ich weiß gar nicht, ob das noch mal was wird mit deiner Einladung hier bei uns in die Sendung. Aber wir wollen da nicht zu vorschnell urteilen.